Am Schalter einer öffentlichen Dienststelle, der Beamte zu einem vorsprechenden Bittsteller. Wie heißen Sie? Franz Labeck. Franz Slavik? Na, Wenzel Franz Labeck. Was dann Wenzel Franz Slavik? Welcher von den zwei Vornamen ist Ihr Rufname? Oh, na, Herr, mein Familienname ist Franz Labeck. Ich schreibe mit einem CZ, ne? Ach so, na, das müssen Sie ja sagen, ne? Sie heißen Wenzel Franz Slavik. Jawohl, bitte. Das, Ja, warum sagen Sie denn nicht gleich, dass Sie Fratschlawek heißen? Ja, ich sage. Wollen Sie nicht bei mir als Germane ausgeben? Da haben Sie einen Zettel, schreiben Sie mir genau auf, wie Sie ihn schreiben. Aber schreiben Sie Tätli, weil sonst kann ich es nicht anschreiben. Sei es, Herr Roth, aber ich hab kein Pleito. Draus hängt dann am Schnierl. Bitte, Herr Roth, das ist nur ein Schnierl, aber kein Blei. Das weiß ich eh. Ich häng kein Blei mehr aus, weil er da gestohlen wird. Ja, mit was soll ich denn jetzt schreiben? Ja, ich muss nicht schreiben, was sind wir denn fragen, was ich schreiben? Da schreiben Sie mir den. Buchstabieren Sie mir Ihren Namen! In diesem Augenblick wurde ein Mann in der Reihe der Wartenden ungeduldig und rief dem Bittsteller zu. Also hören Sie, die zugereister Böhme! Sie halten die ganze Partie auf. Haben Sie Ihren Ausweis nicht da, dass der Herr Beamte Ihren blödsinnigen Namen herunterschreiben kann? Diese Beleidigung ließ sich Herr Franzlawek nicht bieten. Das hohenste Papen, Sie Tepsebläder. Vor dem Bezirksgericht, wo die beiden Männer einander wieder trafen, sagte Wenzel Franzlawek: Herr Roth, ich bin der Urwehner. Ich bin ein Favoriten auf die Welt gekommen. Da brauche ich mich nicht einen zugrasten Böhm schimpfen lassen. Wie heißt denn der Herr überhaupt, der was mich gelogt hat, hä? Der andere hieß Janos Takatsch. Na, also, Sie haben's notwendig, dass Sie mich klagen. Sie haben's notwendig. Sie Boosterschnitzel. Sie Zigeunerkönig. Ausgerechnet Sie müssen ihn aufregen. Sie Paprika-Hatschek.